Zachäus. Jesus geht nach Jericho. Dort lebt ein Mann, der heißt Zachäus und ist ein Zöllner. Und Zachäus nimmt von den Menschen mehr Geld, als er darf. Als Jesus mit den Jüngern durch die Straßen geht, sind viele Frauen, Männer und Kinder auf den Beinen. Alle wollen Jesus sehen. Zachäus will das auch, aber er kann in dem Gedränge nichts sehen, denn er ist zu klein. Also läuft er zu einem Maulbeerfeigenbaum und klettert hinauf. Jetzt kann er auch etwas sehen. Als Jesus zu dem Baum kommt, schaut er nach oben und spricht: Zachäus, komm schnell herunter, ich will dich besuchen. Zachäus freut sich, dass Jesus gerade ihn besuchen will. Aber die anderen Menschen ärgern sich. Sie schimpfen. Solch einen Sünder geht Jesus besuchen. Zachäus bereut nun, dass er den Leuten immer so viel Geld abgenommen hat. Er sagt zu Jesus: Die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann will ich ihm viermal so viel zurückgeben.